Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu Gran Turismo Sport. Willkommen zurück in Brands Hatch. Und heute fahren wir mit dem Toyota 86. Ich glaube, in einem Gruppe 4 Fahrzeug, was KR richtig gut gefällt. Er ist ja auch ein großer Toyota Supra Fan, Gruppe 3. Und ich muss sagen, ich konnte jetzt nur eine Runde mit dem 86 drehen. Und ich muss sagen, ich war recht angetan. Ich glaube, die Kiste verzeiht einem nicht alles, aber es macht Spaß. Da ist Geschwindigkeit da, da ist Power da. Fährt zwar kein anderer von den 20 Fahrern, die hier heute für das Rennen angetreten sind, aber das hat ja nichts zu sagen. Trotzdem, wenn ich es, glaube ich, gerade richtig gesehen habe, starten wir nur von Startposition 15. Also das ist jetzt nicht so rosig. Da sieht man auch mal wieder extrem. Mit dieser Zeit bin ich sogar schon von Platz Nummer 7 gestartet. Je nachdem, in welche Lobby man halt geschmissen wird. Aber gut. Wir schauen einfach mal, was das Rennen zu bieten hat. Und Brands Hatch, definitiv eine der anspruchsvolleren Strecken hier im Spiel. Und bestimmt auch in der Realität. Und insbesondere der Acker. Der Acker von Brands Hatch und der kotzende Eisbär, die sind keine Freunde. Und ich werde mir heute jetzt endlich mal vornehmen, vom verdammten Streckenrand wegzubleiben. Da dreht es mich nämlich immer wieder. Und wie ich hier schon vermutet habe, die Renault Megane Trophy. Es gibt ja einen Gruppe 4 Megane und eben einen relativ neuen Megane Trophy. Und das Ding klebt wirklich auf der Straße und ist wirklich ein super Auto für Brands Hatch. Ich bin aber ja nach wie vor dabei, die verschiedenen Fahrzeugmodelle mal durchzuprobieren. Was nicht immer mit Erfolg gekrönt ist. Aber zumindest kriege ich mal ein Gefühl für die verschiedenen Karossen und dann kristallisieren sich auch immer mehr meine Lieblingsfahrzeuge raus. Ja, na gut. Heute mal mit dem Toyota 86. Dann rollen wir das Feld mal von hinten auf, wa? Da stinkt sogar der Lamborghini ab. Oh, okay, jetzt sind wir mal vorsichtiger, vorsichtiger, ganz vorsichtig sind wir jetzt hier. So, alles was da geblechert, gescheppert hat, war nicht bei uns. Okay, das war ich, sorry. Ja, eindeutig mein Fehler, dafür gibt es auch eine berechtigte Strafe. BR Yehuti hat es hier ganz eilig. Oh, doch nicht. Ja, es gibt eben manchmal keine Strafen, wenn der Vordermann einfach zu früh bremst. Zu stark bremst, zu langsam ist. Das rettet mir hier zu dem Fall den Hintern. Das hat mir jetzt auch Zeit gekostet, das Ausweichmanöver. Von links kommt der nächste. Ach, den kennen wir schon. Mox Spanner aus Großbritannien kennen wir schon. Der Mann mit der Brechstange und einer der wenigen, die hier Subaru fahren. Aber auch immer relativ weit hinten unterwegs, oder täusche ich mich? Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir lassen die anderen ihr Rennen fahren, wir fahren unser eigenes. Und der Supra macht auf jeden Fall... Ach nee, es ist ja kein Supra, oder? Ist der Toyota 86? Oder hieß der dann später Supra? Ist das nicht alles dasselbe? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, Toyota 86 heißt er hier. Aus dem Jahr 2016, wenn ich das richtig gesehen habe. Und er macht echt Spaß. Der macht echt Spaß. Der kann was. Der kann was, der hat eine richtig schöne Beschleunigung. Scheint echt ein flotter Flitzer zu sein, aber ist dafür auch so ganz leicht instabil in den Kurven. Aber es geht noch. Also nichts, was man nicht handeln könnte. Ja, Mox Spanner, definitiv Gamepad-Fahrer, würde ich sagen. Und macht mich hier so ein bisschen nervös. Mit seiner Zuckelei. Wir sind immerhin auf Platz Nummer 13. Gut. Das heißt, zwei Plätze haben wir schon mal gut gemacht. Aber ihr kennt das Mindestziel vordere Hälfte. Das heißt, mindestens Platz Nummer 10. Und wie auch schon gesagt, ich wiederhole mich, versuche ich heute mal aus dem Dreck der Strecke fernzubleiben und einfach mal sauber zu fahren. Lieber ruhig mal ein bisschen langsamer und sicherer und von den Fehlern der anderen zu profitieren. Dieses Übersteuern, ne? Das macht mir auch immer wieder das Leben schwer, kostet mich zumindest Zeit. Gut, da hat er mich nicht gerammt. Sogar fair gebremst. Oh, alles schön durch die Prärie, herrlich. Alter Junge, was machst du denn? Oh Mann, und warum wurde der nicht geghostet? So ein Ärgernis. Zumindest haben wir keine Strafe davon bekommen.
Meine Güte, wie ein Flummi über die Strecke. Ja, das gibt eine dicke Strafe. Das gibt eine dicke Strafe. Noch nicht. Es gibt keine Strafe. Wie geil ist das denn? Aber meine Güte. Boah. Was ist denn hier los? Ich hätte natürlich auch einfach bremsen können, weil er hat einfach wirklich zugemacht. Ja. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ich schäme mich ein bisschen für dieses Rennen. Bekomme aber keine Strafe, weil anscheinend die anderen einfach zu langsam sind. Das ist so ein bisschen mein Glück gerade. Und ich kann natürlich hier auch nicht nur auf der Bremse durchs Rennen fahren. Aber trotzdem. Feine englische Art ist es nicht. Hui. Und Platz Nummer 13. Na gut. Zumindest sind wir zum selbstgesteckten Mindestziel Platz Nummer 10 in erreichbarer Nähe. Aber jetzt hoffe ich, kommt hier mal ein bisschen Ruhe ins Rennen rein. Das war nämlich hier in den ersten zwei Runden alles andere als ein sauberer Start. Okay, war aber fair. Aggressiv, aber fair. Und wir sind auf Platz Nummer 11. Mal sehen, wie lange. Okay, die Kurve habe ich verkackt. Und Steven aus Großbritannien hängt mir am Arsch. Ja, hier kommt es eben bei der Kurve, die wir gerade durchfahren sind, sehr darauf an, wie sauber wir sie durchfahren. Umso mehr Geschwindigkeit nehmen wir hier nämlich auf die Geraden mit, aber solange die da hinten dieselben Fehler machen, ist alles gut. Und jetzt haben wir sowohl nach vorne als auch nach hinten ein bisschen Luft, um uns hier nochmal ein bisschen besser einzufahren. Bisschen ruhiger dahin zu nuggeln. Die Sportsguys-Wertung freut sich auf jeden Fall drüber. Und da sind wir das größte Chaos, das wir aber teilweise ein bisschen auch. Wir waren ja nicht ganz unbeteiligt. Nicht im großen Chaos, aber so ganz sauber war das da auch nicht. Aber zumindest sind wir aus dem Pulk erstmal draußen. Zu eng gefahren, aber Hauptsache sauber, ne? Und hier auf die Curbs kein Problem, da dürfen wir sehr gerne drauf, auch noch ein bisschen weiter drüber hinweg. Aber halt nicht in den Schmutz kommen. Und Platz Nummer 10 ist zumindest noch in sichtbarer Reichweite. Kurve gewöhne ich mich auch langsam. Ja. Man sollte sich bei den Ghosts, bei den geghosteten Fahrzeugen immer nicht darauf verlassen, dass sie auch Ghosts bleiben. Das ist mir jetzt schon ein, zweimal zum Verhängnis geworden. Und schön reingecrashed. Gerade noch die Vollbremsung erwischt. Aber das hat Zeit gekostet. Mächtig sogar. RVA aus den Niederlanden hängt mir am Hintern.
Mensch, aber fährt sich wirklich super. Also ich bin echt positiv überrascht. Ich hatte ja schon so ein paar Gurken erwischt, wie den Subaru WRX. Der mir aber so gar nicht gefallen hat. Den fand ich einfach tot langweilig. Aber der Subaru, der Toyota 86, der macht hier richtig Laune. So, Platz Nummer 9. Siehst du mal. Allerdings relativ langsam unterwegs. Ich werde bedrängt von hinten. So, leben und leben lassen. Das hat gut funktioniert. Vielen Dank. Raus aus dem Dreck, Mensch. Ah, okay, doch zu weit ins Grüne. Fast eine Sekunde Strafe. Das war jetzt aber sehr streng. Werden wir wieder los. Da mache ich mir jetzt keine so großen Sorgen. Und wir fahren jetzt auf jeden Fall noch eine weitere Runde. Weil wir zumindest nach vorne ein bisschen Luft haben, wenngleich der Grip der Reifen spürbar nachlässt. Zumindest bilde ich mir das ein. Der Einzige, der mit einer Strafe unterwegs ist. Ich muss sagen, dass ich relativ selten Strafen habe. Glücklicherweise. Okay, das war alles andere als sauber. Ach, und der Brite mit dem Subaru. Hier, unser alter Bekannter. Platz Nummer 4. Wie hat er sich davor gerempelt? Runde fahren wir dann auf jeden Fall auch in die Box rein. Wir brauchen unbedingt frische Schlappen und zwangsweise dann auch noch ein bisschen Sprit. Diesmal fahren wir ein bisschen langsamer in die Boxeneinfahrt rein. Das hat uns beim letzten Mal wieder eine kleine Strafe gegeben. Hier haben wir sie abgebaut. Sehr schön. Strafe weg. Reifen drauf. Benzin rein. Und dann kann es auch weitergehen. Und zwar genau jetzt. Ah, okay. Schade. Schön wäre es gewesen. Und wir starten aus der Box raus auf Platz Nummer 11. 10 wollen wir mindestens haben. Vielleicht muss der eine oder andere noch in die Box. Auf jeden Fall die Boxeneinfahrt hier super, um Strafen abzubauen, wie ich jetzt festgestellt habe. Muss ich noch sauberer und schneller durchkommen. Das kostet mich hier auf der Geraden nämlich immer kräftig Geschwindigkeit. Aber meinen Hintermännern anscheinend mehr. Oh shit. Oh, das war knapp. Da hat es mir den Arsch weggezogen. Oh, das gibt wieder eine Strafe. Scheiße, Mann! Ich hab's kommen sehen. Aber da ist irgendwie meine Lenkradsteuerung dann doch noch nicht präzise genug. Da habe ich immer wieder Probleme mit. Okay, viel zu früh eingelenkt. Das war schlecht. Na gut, 0,5 Sekunden bedeuten eine Sekunde, die am Ende draufgeschlagen wird. Das dürfte jetzt nicht das große Problem werden. Thank you.
Gelbe Flagge bedeutet Unfall vor uns. Aber nicht mehr sichtbar. Ja, ein bisschen besser, aber noch nicht ideal. Und etwa 3,5 Runden haben wir noch zu absolvieren. Das sind schwierige Wörter hier während im Rennen. Konzentriere dich mal auf die Strecke, Junge. Deutlich schneller fahren. Im Moment bin ich ja froh, wenn alle 4 Reifen auf der Strecke bleiben. Und mit fast 6 Sekunden Abstand nach hinten sind auch die Sekunde Zeitstrafe nicht schlimm, die ich dann am Ende drauf gebrummt bekomme. Oh, da geht sogar noch jemand in die Box. Boxbanner, kleine Unachtsamkeit. Hat mir aber nicht geholfen, weil ich da auch nicht so ganz sauber rumgekommen bin. Nee. Die Linie und ich, wir haben uns nach wie vor nicht gefunden. Gut, nichtsdestotrotz, der Toyota 86 macht richtig Laune. Das habe ich ihm echt nicht zugetraut. Knappe Geschichte, gerade noch gerettet. Mal aufpassen, hier fehlt mittlerweile das Hütchen. Oh shit. Kein Grund für diesen Fahrfehler. Das war einfach nur Unachtsamkeit. Ja, und genau das meine ich. Von diesen Fehlern müssen wir profitieren. Dann klappt das auch. Platz Nummer 8. Noch 2 Runden. Und es beruhigt einen ja zumindest ein bisschen, dass andere die gleichen Fehler machen wie wir. Hilft einem zwar nicht immer, aber manchmal dann doch. Was war das denn? Was war das denn? So langsam scheinen wir uns zu finden, aber die Reifen quietschen mir da immer noch ein bisschen zu sehr. Ich muss da noch ein bisschen fluffiger durch die Kurve kommen. Oh, da hat sie ihn erwischt. Man muss nur lange genug warten manchmal. Oh, da hängt mir aber einer richtig einer hinten dran. Miguel aus España. Ja, der ist flott unterwegs, aber gut. Er ist auch wirklich schneller. Dann lassen wir ihn auch vorbei. Und der nächste dreht sich. Spanischer Teamkollege. Aber Platz Nummer 7
wäre ja zumindest schon mal ein Teilerfolg. Und trotz Zeitstrafe dürfte uns das den Platz eigentlich nicht kosten. Aber jetzt lasst uns erstmal die letzte halbe Runde hier noch so entspannt wie möglich nach Hause schaukeln. Denn das ein oder andere kann hier noch passieren. Das wisst ihr zu gut. Oh, 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 nicht kopieren, Mann. Oh, shit. Tja. Holla die Waldfee, und das wird eine enge Geschichte. Denn Miguel ist echt flott unterwegs. Aber das lasse ich nicht zu, Junge. Das lasse ich nicht zu. Sehr schön. Okay, das war nicht ich. Das war der Autopilot. Platz Nummer 7. Ach, okay. Okay, alles klar. Wir sind dann trotzdem noch auf Platz Nummer 7 zurückgerutscht, weil wir ja die Penalty hatten. Doof gelaufen. Aber egal. Trotzdem, das Rennen ist besser gelaufen, als ich befürchtet hatte. Wieder nicht ganz sauber, immer so ein bisschen Unruhe drin, aber trotzdem, ich habe ein Fahrzeug gefunden, was man wirklich als Gruppe 4 Fahrzeug ohne schlechtes Gewissen empfehlen kann. Der Toyota 86 macht echt Laune. Wenn es euch auch Laune gemacht habt, dann seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da. Wie immer freue ich mich auch über eure Kommentare unter dem Video. Bis hoffentlich zum nächsten Mal, euer kotzender Eisbär. Tschüss!